Yo Leute, was geht und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Und ja Leute, in dem heutigen Video möchte ich euch die neue Variante vom PD-Glitch zeigen, da die alte Variante leider gepatcht wurde. Ja, ihr braucht dafür einfach nur ein neues Save Game und zwei Schritte haben sich geändert, aber dazu kommen wir dann gleich. Ja, ebenso braucht ihr dann einfach noch den Save Editor, um euch das Outfit zu erstellen. Und dann braucht ihr noch Save Wizard, um den Spielstand auf eure PlayStation zu übertragen. Und ja, wenn ihr alle Voraussetzungen erfüllt, dann können wir auch schon direkt losstarten. So, am PC angekommen, öffnen wir einmal Save Wizard. Accept. So, okay. Dann machen wir Doppelklick auf Grand Theft Auto 5, dann Rechtsklick, dann gehen wir einmal auf den Advanced Mode. Und nun tun wir einfach das Save Game einfügen mit dem Outfit, was wir uns online holen wollen. Ja, wenn ihr einen männlichen Charakter habt, dann benutzt das männliche Save Game. Wenn ihr einen Frauencharakter habt, dann benutzt das Save Game für die Frau. Einfach oben rechts auf Import File. So, ich habe einen männlichen Charakter, dann nehme ich das Save Game für den männlichen Charakter. Einfach auf Apply, auf Ja. Auf OK schließen und dann können wir den USB-Stick an die PlayStation anschließen. So, auf der PlayStation angekommen, gehen wir einmal in die Einstellung, dann gehen wir auf Verwaltung der von der Anwendung gespeicherten Daten im Systemspeicher und dort löschen wir einmal den Autosave und das Profil raus, das ist ganz wichtig, also den Autosave einmal und das Profil einmal rauslöschen. Ja, da braucht ihr keine Angst zu haben, dass da irgendwelche Online-Daten gelöscht werden oder sowas, ja, das wird nicht passieren. Danach gehen wir dann auf gespeicherte Daten auf USB-Speichergerät. Im Systemspeicher kopieren, dann kopieren wir einmal diesen Spielstand auf Ja, so wie wir das gemacht haben, alle mal auf Kreis drücken und dann können wir GTA starten. So, sind wir nun im Story-Modus angekommen, dann tun wir einfach entweder irgendeinen Freund beitreten oder einfach irgendeine random Person in irgendeiner Crew, falls wir jetzt keinen Freund haben. Ich suche mir einfach irgendeinen Freund aus, Spiel beitreten, Meldung dann akzeptieren. Links bestätigen. Und dann warten wir jetzt, bis wir online geladen sind. So, falls jetzt die Meldung bekommen sollte, dass der Freund jetzt in irgendeinem Job drin ist oder dass die Sitzung voll ist oder irgendwie sowas, einfach die Meldung dann nicht akzeptieren, einfach abbrechen und dann werdet ihr automatisch in irgendeine random öffentlichen Sitzung landen. In Lobby angekommen, dann schnappt euch einfach ja, irgendein persönliches Fahrzeug von euch und begibt euch dann zum nächsten Zeitrennen. Ich habe den Spawnpunkt bei mir schon, also den letzten Ort auf hier Zeitrennen gemacht. Dann geht es auf jeden Fall viel schneller. So, sind wir dann hier angekommen. Wir fahren einfach in den Kreis rein, drücken Steuerkreuz nach rechts. Und jetzt gehen wir auf Options, auf Online und gehen einmal in den Editor rein. Dort angekommen, gehen wir ganz da unten zurück zu Grand Theft Auto 5, mit X bestätigen.
So, ihr seht, wir sind kurz mit dem Outfit gespawnt, wurden dann unsichtbar. Jetzt müssen wir einfach ganz schnell wegrennen mit Franklin. Wir laufen einfach ein paar Meter weg. Und das ist wirklich egal, wo ihr spawnt, ob ihr jetzt bei Michael im Haus spawnt oder wie bei mir jetzt hier vorne irgendwo in der Stadt. Das spielt gar keine Rolle. So, sind wir jetzt ein bisschen weggelaufen, gehen wir einfach Steuerkreuz nach unten und dann gehen wir einmal rüber zu Michael. So, diesmal müsst ihr aber in die andere Richtung laufen. Ihr müsst jetzt von Franklin weglaufen. Bin eben nach oben gelaufen, jetzt laufe ich einmal unten in diese Richtung. So, und damit wir gleich in eine Einladungssitzung joinen können, ohne dass wir in Wolken hängen bleiben, müssen wir einmal auf Trevor gehen. Auch mit Trevor einfach nur ein paar Meter laufen. So, dann gehen wir wieder auf die Michael-Meldung wieder. So, wenn wir jetzt mit Michael wieder gespawnt sind, dann laufen wir einfach nochmal ein paar Meter hier rum. Also ihr müsst nicht rumlaufen oder bleibt einfach für 5 bis 10 Sekunden einfach stehen. Hauptsache, dass ihr euch ein bisschen hier aufhaltet. So, dann geht ihr auf Options, dann geht ihr auf Online, geht ihr online spielen und dann Sitzung nur für Spieler mit Einladung. So, und ihr seht, ich bin jetzt mit dem neuen PLD-Outfit gespawnt. Ja, als nächstes begibt euch einfach zu irgendeinem Bekleidungsladen oder Ammunition, um das Outfit einfach abzuspeichern. So, wir laufen einfach rein. Und speichern es einfach ganz normal wie gewöhnlich ab. Und ja, wenn ihr ein Outfit haben solltet, was eine Double Pack drauf hat, dann begibt euch einfach unten zum Maskenladen und dann müsst ihr die Double Pack über die gewohnte Methode dann einfach abspeichern. Und ja, Leute, ich hoffe, das Video hat euch gefallen. Wenn es denn so sein sollte, würde es mich auf jeden Fall freuen, wenn ihr mir noch ein Abo und ein Like da lassen würdet. Und ja, dann würde ich sagen, bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.